Wir werden versuchen, diese 12 Schokoküsse zu essen. Das gegeneinander im Wettkampf. Das heißt, wer zuerst fertig ist, gewinnt. Ja, dann auf die Plätze, fertig, los. Nur jetzt schon vielleicht. Alter, wer hast du das gemacht? Wolf ist nicht dein Ernst, oder? Wenn man die platt macht, ne? Sind die dann weniger? Einen halben habe ich vor. Das sind nicht so fünf. Ja, das hast du falsch gemacht. Nein. War ja mal ein Versuch wert, ne? Wir schaffen keine 12. Was wenn ich von dir, ne? Ich hätte Bock, dir einen auf den Kopf zu hauen. Wie motiviert ich am Anfang war, ne? Den ersten hast du aber noch richtig schnell runtergeschlungen, das sah gut aus. Ich dachte, ja, das geht. Will gar nicht gewinnen. Der wird nur noch ein bisschen treiben. Guck mir jetzt erstmal an, was mein Gegenüber hier macht. Also, achte und ich auch. Wie geht es? Ach, so schau mal. Nee, das war gerade schon ein bisschen. Muss ich denn nicht mehr haben? Dann musst du noch komplett aufessen. Aber ja. Ich gebe auf jeden Fall auf. Ja, eigentlich nur gemacht, damit du den noch aufisst. Essen tut gut. Nummer 1, wir haben gesagt 3. Die stand nicht, die stand nicht! Die nächste Challenge ist, wir wissen hier, in diesem Becher ist Wasser drin. Das muss zunächst in die Flasche umgefüllt werden und dann wieder in den Becher umgefüllt werden. Wer am Ende im Becher mehr Wasser hat, hat gewonnen. Aber da gibt es eine Schwierigkeit. Das Ganze passiert mit diesem hochprofessionellen Greifer. Der auch kaum auseinanderfällt. Der nämlich aus Plastik ist. Ja, los geht's. Kann man, viel Spaß. Aber es ist knapp. Knapp, aber ich glaube, ich habe noch mehr drin. Ja. Ja.
Wir kommen zur nächsten Challenge. Wir kleben uns jetzt, da hängen uns jetzt diese Wäscheklammern ins Gesicht. Und man hat besonders schöne Wäscheklammern für uns organisiert, weil die haben hier noch so wunderbare Zacken. Tut kaum weh. Ja. Ja. Die billigsten von Teddy, die man kriegen kann. Auf die Plätze, fertig, los. Aua. Aua. Das ist überhaupt nicht zu beschreiben. Ah! Für mich. Hoch auf das Doppelkinn. Ich hoffe, ich habe gleich gewonnen. Ey. Ich habe nur einen am Ohr. Ich habe gar nicht gemerkt. Zwei sogar. Das ist jetzt nicht wahr. Da hast du keine 5. Ja, das habe ich gerade auch gesehen. Achso. Hast du dann eine weniger? Ich habe eine weniger als du. Ja! Ja! Nächste Challenge. Kekse. Kekse. Ziel des Ganzen ist es, den Keks, den wir hier gleich auf der Stirn positionieren, ohne anzufassen, in den Mund zu bekommen. Ob wir das hinkriegen, seht ihr gleich selber. Das werden wir jetzt sehen. Okay. Wir haben vor uns 200 Gramm Schokobons, jeder eine Packung. Wir versuchen so viele wie möglich davon in den Mund zu bekommen und wer mehr in den Mund bekommt, gewinnt. So einfach. Ich hab nämlich nur 18. Wie viel hast du? Siehst du? Hast du wieder übertrieben? War nicht notwendig, so viel zu machen. Nächste Challenge: Mann sitzen. Hier. Was da zu tun ist, wissen glaube ich alle, Berliner an der Wand sitzen kann. Großartige Erklärung für großartige Challenges. Vier zu drei. Unsere nächste Challenge heißt Becher stapeln. Wir haben beide gleich viele Becher. Wir haben, wie geht's da noch? Wir haben eine Minute Zeit. Und wer dann höher gestapelt hat, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los! Der Gewinner muss diesen Schokokuss übrigens essen. Das ist richtig. Na, hat ja eine Idee, welche Ambitionen ich hier habe. Nächste Challenge, Seilchen springen. Wobei du unheimlich viel Bock drauf hast.
Ja, Freunde, das war unser heutiger Challenge Day. Hat Spaß gemacht. War auch total sinnvoll, ja, mit der ersten so anzufangen. Ja, weil es ist immer eine gute Idee, erstmal mit einem Wettessen anzufangen. Zum Glück war uns anschließend nicht schlecht und die anderen Aufgaben sind uns super leicht gefallen. Ja, alles total einfach. Summa summarum hat der Paddy leider gewonnen. Für nächste Woche haben wir noch keinen genauen Plan. Wir werden mal morgen vielleicht oder am Montag machen wir mal eine kleine Umfrage, was wir als nächstes produzieren sollen, ob wir irgendwas bisher da gewesen ist, nochmal wiederholen sollen, ob wir irgendwas Neues machen sollen, ob ihr eine Idee habt, was wir machen könnten, all das dann die Tage. Teilt uns das einfach mit und dann gucken wir, was sich so machen lässt. Schauen wir mal, wofür die Zeit so reicht und was wir so hinbekommen bis zum nächsten Samstag. Bis dahin, wir sind raus und wie macht man? Freundschaft. Ich hab gewonnen. Das alles war zählt. An Erfahrung vielleicht. Auf. 5 zu 4 ist es ausgegangen. Für mich, ja. 5 zu 4 für mich. Ist gelogen. Ist blöd. Benjamin, ist das lecker? Ist das lecker, Benjamin? Möge auf Film? Soll ich dir noch einen bringen? Möge auf Film? Oh ne, der Ton ist... Zack, gleich ist doch die Platte für mich. Hast du gerade hier zu der Holzplatte gesagt, das ist eine Schieferplatte? Ich esse nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Das sind Schokobons. Ja, ich kann dir die gerne ausspucken, dann kannst du die essen, aber ich esse die nicht. Also, du hörst häufiger, ne? Dass die Leute fragen, ob du von Blödsinn erzählst. Ne? Nein. Doch. Tue ich nicht. Gut aus. Weil wer viel redet, erzählt auch viel Blödsinn. Und der Paddy, jeder, der den Paddy kennt, weiß, in einer Tour. Boah, das war schlecht. Scheiß die Wand an.